Manchmal ist nicht nur der Blick in, sondern auch der Blick aus der Werkstatt ganz interessant. Beim heutigen Projekt geht es allerdings nicht um Drosseln, sondern um Hühner. Seit kurzem abonniere ich die Zeitung Feinschnitt und seitdem sie meiner Frau einmal in die Hände gefallen ist, hat sie die Osterdekoration gesehen. Die haben das hier übertitelt mit "Die Hühner sind los". Das wollte sie unbedingt haben und ich habe mich dann aufgemacht, das mal ein bisschen zu realisieren. Erfreulicherweise war hier gleich so eine Art Schnittplan mit dabei, so dass man das einfach nur kopieren musste und auf die entsprechende Größe, die man haben wollte. Also hier in dem Fall habe ich das ein bisschen kleiner gemacht, per Kopierer bzw. Scan- und Grafikprogramm. Und diese Kopien, die nutze ich daher dazu, um die Sachen auf die Holzstücke aufzukleben und dann auszuschneiden. Und als Holzstücke habe ich hier mal so ein bisschen was hingelegt, was ich hier so als Reste gefunden habe. Alles Mögliche. Ich habe versucht, hier verschiedene Holzarten zu finden. Das ist einmal hier Buche. Das ist so ein bisschen Glasie, Eiche. Ich glaube, Esche ist das. Dieses hier ist die Fichte Tanne. Rest Kirsche. Und das ist irgendwie Mahagoniholz.
Thank you.